Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Toxic Raven und wir spielen heute Star Citizen. PTU Patch 3.3.0 Q. Q wie Quasimodo. So, ich hatte einen Game Crash. Das letzte Video ist natürlich nicht hier in dem Quartier beendet, sondern unten bei dem Delivery Heini. Da hatte ich versucht, eine Mission abzugeben. Und man kann, wie sollte es anders sein, immer noch nicht mit den Typen interagieren. Ja, das bringt also im Moment nichts, Missionen zu machen, wo ihr die Kisten bei den Typen abgeben könnt. Ja, funktioniert immer noch nicht in dem aktuellen Q-Patch. Das heißt, dass wir ja immer noch keine Mission machen können. Ja, alles, was mit Delivery zu tun hat, können wir knicken. Was hätten wir denn sonst noch? Security Post, Crusader, die hat Spaß gemacht. Och, da sind die Nymphen. Ja, bis wir da sind, sind schon welche am Kämpfen. Bis wir da sind, wird wohl alles erledigt sein. Die Mission, die macht Spaß. Beta 1. Okay, dann will ich mal ausnahmsweise ein bisschen rennen. Du weißt, normalerweise bewege ich mich eben eher in diesem Tempo. Da ich aber wenigstens noch den einen oder anderen NPC kalt machen will, will ich mich mal beeilen, weil zwei sind ja schon getötet worden. Und die macht echt Spaß. Die ist gelungen. Vor allem, wenn wir früh genug dahin kommen. Oh, hier gibt es ein. Oh, hier gibt es noch einen Bug. Okay. Ja, wenn wir früh genug dahin kommen, haben wir vielleicht noch was, was wir töten können. Hört sich komisch an, aber vielleicht haben wir dann tatsächlich noch bekämpfbares Material da rumspringen. So, wir wollen natürlich zum Security Outpost. Das neue Kurssetzen auf der neuen Star Map ist geil. Ja, dann vorher mussten wir immer einen Punkt nach dem anderen springen. Jetzt können wir hier unseren Kurs setzen. Und Z-Route generiert er uns hier unsere Sprungpunkte. Ja, das heißt also, wir sagen, geben direkt unser Endziel an. Und das Game berechnet für uns die Sprungpunkte, die wir. Boah, das ist aber weit aus der Mitte, alter Schwede. Berechnet dann für uns die Sprungpunkte, die wir dann der Reihe nach abfliegen müssen. Und das finde ich sehr gelungen. Hier unten können wir direkt voraus zählen, 63.000 Kilometer. Und dann da unten kann man jetzt schlecht sehen wegen dem HUD, wegen der Einblendung 1 von 3. Ja, eben die Finger vom Joystick lassen, gucken, ob sich hier die Nase wegschwenkt. Nee, macht er wohl nicht bei jedem Schiff. So, jetzt hier den nächsten Sprungpunkt. Ja, das ist der Orbital Marker, den wir jetzt anspringen müssen. Ja, das wäre dann Punkt 2 von 3. Dahinter sehen wir den Quantum Fuel, den wir verbrauchen. Können wir auch auf der Star Map. Kannst du auch den kompletten
Ja, jetzt nicht mehr. Kannst du den kompletten Verbrauch sehen? Ja, hier unten wird also auch angezeigt, wird direkt berechnet. Stimmt noch nicht ganz. Ja, ich habe festgestellt, dass sich die Berechnung von Hin- und Rückflug sehr unterscheidet. Habe ich, als ich euch das Video von dem Truckstop gezeigt habe, Hin- und Rückflug. Hinflug waren, glaube ich, 200, 300 irgendwas Quantum Fuel und zurück hat er berechnet, wären es nur 11 gewesen. Da scheint auch noch etwas nicht ganz richtig zu laufen. So. Wir könnten tatsächlich Glück haben, 5 von 7, dass vielleicht die Spieler, die hier ihr Glück versucht haben, das tötbare Material zu bekämpfen, tatsächlich schon gestorben sind. Das ist durchaus möglich. Ja, weil 5 von 7, es wurde bis jetzt noch kein weiterer NPC getötet. Und das macht echt Spaß. Die machen wirklich Spaß. Die macht Laune. Ich freue mich schon darauf, wenn das, ja, tötbare Material, nein, wenn die NPCs dauerhaft auf Courier ansässig sind. Da freue ich mich drauf. Ja, soll ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, tatsächlich, wow, boah, das im ersten Moment blendet das richtig. Guckst du hin? Siehst du erstmal, wow, cool. Dieser Augeneffekt, wenn sich die Pupille an das Licht gewöhnt. Du verstehst, was ich meine. Hast du hier auch. Geil. Haben sie schön gemacht. Ja. Wir wollen die neue Waffe hier ausprobieren. Diese Kana. Blöder Name für eine Waffe. Oh, hier stimmt auch irgendwas nicht. Ist nur ein Anzeigefehler. Ja, und da ist wieder alles da. Das ist ein Anzeigefehler. Genauso wie wir da einen Anzeigefehler haben. Kann ich mal direkt hier so eben abfilmen. So, Anzeigefehler. Gott. Wieso kann ich jetzt die Luke nicht schließen? Ich kann die Luke nicht zumachen. Wieso kann ich die Luke nicht zumachen? Ich kann die Tür nicht schließen. Ah, wir müssen weiter nach oben gucken, okay. So, dann lass mich mal eben einmal mein Track IR resetten. So. Ja, also wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sollen hier tatsächlich später dauerhaft NPCs stationiert sein. Die. Oh, hier ist auch das Licht aus. Die dann hier dauerhaft ansässig sind. So, jetzt wollen wir das Licht ausmachen. Wir wollen ja nicht jetzt schon gesehen werden. Jetzt müssen wir ein bisschen leise sein. Wir können die NPCs nämlich auch hören. Jetzt mache ich das mal ein bisschen lauter auf meinem Ohr. Bisschen lauter, habe ich gesagt. So, die unterhalten sich nämlich auch miteinander. Ja, die rufen dann schon mal so Dinge wie: Ich lade nach und so. Deswegen mein Tipp von mir an dich: Dreh ein bisschen was an deinem Sound und hör gut hin. Das heißt, dass wir jetzt auch die Klappe halten. Hier hat auch mal einer gestanden. Die bewegen sich also random. Sehr nett gemacht.
So, jetzt habe ich natürlich einen Vorteil. Ich hab ja mein Track IR. Das heißt, ich kann tatsächlich jetzt hier die Waffe ist aber. Hä? Ich habe voll drauf gehalten. Wieso habe ich den denn jetzt nicht getroffen? Das ist aber jetzt komisch. Stirb. Okay, dann war das wohl vorhin. Dann habe ich den tatsächlich nicht getroffen. Vorhin, den Heini. So, ich habe jetzt natürlich noch den Vorteil, ich habe ja mein Track IR, wobei der einzige Haken ist, das mit dem Positionieren. Ich darf mich also nicht allzu viel zur Seite bewegen, weil sonst habe ich das Problem, dass ich, wenn ich dann hier ziele, das Ziel nicht wirklich sehen kann. Ja, den Vorteil, den ich habe, ist, ich kann jetzt tatsächlich in die eine Richtung laufen, zielen und in die andere Richtung schauen. Ja, das ist das Schöne an Track IR. Okay, ich will da runter, aber ich will hier runter. So, eben gucken, ob hier ich auch nicht doch noch einer hier unten sich versteckt. Scheint soweit sicher zu sein. So. Das geht auch schneller. Das ist, wenn ihr das gerade gehört habt, dann ist hier gerade einer mit seinem Motorrad bei unserem Haus vorbeigeblasen. Ich habe auch einen Motorradführerschein, allerdings habe ich zurzeit kein Motorrad. Und habe ich glaube ich in meinem letzten Video schon erwähnt, ich bin eine gaskranke Sau.
Und deswegen ist, wenn ich dann sowas höre, mein Standardspruch, das geht auch schneller. Ja, hier bei uns, die Hauptstraße hier bei uns am Haus lang. Wenn dann die Jungs mit ihren Rennmopeds hierher blasen. Da ist einer. Enemy down. Okay, die Plasma Gun, die scheint nicht so einen Krach zu machen. Die scheint eher etwas leiser zu sein. Ja, ihr könnt natürlich auch, das wisst ihr bestimmt, von den Toten die Waffen einsammeln, wenn ihr schnell genug an der Leiche seid, wohlgemerkt. Ja, die Waffe, die spawnt irgendwann. Aber du kannst die Waffe auch einsammeln. So, noch zwei. Okay, hier versteckt sich keiner. Unten sehe ich auch erstmal niemanden. Ja, von da hinten sind wir gekommen. Ach, ich und ja. Dann wollen wir mal nach unten. Sind die anderen beiden bestimmt irgendwo hier unten? Da wäre doch Nummer 1 und. Wobei, hier haben wir jetzt einen Spieler getötet. Wo ist meine Waffe? Ich habe mir meinen Medpen reingehauen und meine Waffe ist weg. Wie uncool ist das denn? Ja, und ich habe ein Crime-Stat. Super. Das Crime-Stat habe ich wahrscheinlich deswegen, weil ich den Spieler getötet habe. Wobei, der hat hier zuerst auf mich geschossen, oder hat er mich zuerst gar nicht getroffen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich will mal eben hochlaufen. Meine Waffe ist weg. Ich habe mir das Medpen hier reingehauen und meine Knarre ist weg.
Ja, das ist ja fies. Ja, okay. Da haben wir einen Bug. Meine Knarre ist weg. Ich habe mir das MedPen reingehauen, weil er hat mich ja getroffen vorhin. Und meine Knarre ist futsch. Das ist ja uncool. Das ist ja jetzt fies, Alter. Das ist doch beschiss. Das ist aber ein blöder Bug. Gab es aber schon mal. Nicht direkt in Verbindung mit dem MedPen. Sondern wenn man mehr als eine Langwaffe auf dem Rücken platziert hatte. Wenn man dann, oh, diese Ruckler, wenn nicht Ruckler, diese Freezies, die nerven. Ja, müssen wir unser. Wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich unser Crime Stat wegmachen. Ja, blöd gelaufen. Aber hat der nicht wirklich auf uns zuerst geschossen? Ich bin mir bald sicher. Oder hat er auf uns geschossen oder uns nicht getroffen? Schreibt's mal in die Kommentare. Hat er mich zuerst getroffen oder hat er mir vorbeigeschossen und habe ich ihn getötet, dass ich deswegen mein Crime Stat bekommen habe? Ja, hier kann man das jetzt auch schön sehen. Ja, normalerweise ohne Track-IR, wenn du jetzt nach rechts da unten gucken möchtest, müsstest du dich so rumdrehen, ja, mit der Maus. Ich kann eben halt in diese Richtung zielen und in diese Richtung gucken. Ja, und das ist das Geile an Track-IR. Ja, du kannst, das ist eben halt ein absolut natürliches Verhalten. Ja, einfach deinen Kopf zu bewegen, um dich irgendwo umzuschauen. Du kannst auch hier sehen, wenn ich mich hier so umschaue, ja, das hier, das ist ein Stück von der Rüstung oder vom Helm. Ja, vorhin genau, wo ich stehen geblieben bin. Es gab mal einen Bug, wenn du zwei Gewehre auf dem Rücken hattest. Und dann von dem einen Gewehr zum anderen gewechselt hast, ist, glaube ich, das erste Gewehr, was du in der Hand hattest, nicht wieder
geschultert worden, also hinten auf dem, nicht geschultert, ist nicht auf dem Rücken verstaut worden, sondern ist verschwunden. So wie jetzt hier unsere Kana, die eigentlich gar nicht mal so übel war. Ich überlege, dass das letzte Mal, das erste Mal, wo ich diese Mission hier gemacht habe, da habe ich, war ich ja mit meiner Kastodien bewaffnet, so wie jetzt. Und das ist ja eine ballistische Waffe. Die hat sehr viel Krach gemacht, natürlich. Und da habe ich wirklich, ihr habt es bestimmt gesehen, an einer Stelle gehockt und die Gegner sind halt zu mir gekommen. Und die haben es mir im ersten Mal, beim ersten Mal, was das angeht, sehr einfach gemacht. Ja, du hast dann da eben halt gehockt, hast gewartet, bis einer nach dem anderen um die Ecke gekommen ist. Und ihr habt schon gehört, die reden auch miteinander. Ja, also wenn die dich gesehen haben und geben Kommandos, die rufen irgendwelche Dinge. Er gibt zum Beispiel auch von sich, wenn er nachlädt, ja, für seine Kameraden, Reload und sehr, sehr geil gemacht. So, und wenn ich mir jetzt überlege, so vorstelle, du hast einen Crime Stat und der Outpost hier, der ist dauerhaft mit Sicherheitspersonal. War da was? Mit Sicherheitspersonal besetzt. Ja, dann macht das schon, bestimmt schon sehr gut Laune, dann hier hinzukommen und sein Crime Stat zu beseitigen. Ja, dann halt praktisch wie jetzt. Wobei ich es auf der anderen Seite sehr fragwürdig finde, du müsstest dann erst das Sicherheitspersonal ausschalten. Bevor du deinen Kriminalitätsstatus wieder los wirst. Du musst also einen Mord begehen, um deine Polizeiakte zu beseitigen. Das ist dann doch etwas fragwürdig, finde ich. So, da geradeaus können wir zum Beispiel den Monitor sehen. Ja, da ist dann dieser Kreis da, wo ich jetzt drauf ziele. Da können wir den auch sehen. Ja, der macht dann eben halt sich voll. Ja, diese weißen Felder hier, die füllen sich. Ja, wenn wir jetzt mal so hier hingucken, da. Und das gibt dann die Dauer an. Ja, da ist wieder einer dazugekommen. Das gibt die Dauer an von dem Zyklus, den das Computersystem durchlaufen muss, um dein Crime Stat loszuwerden. Je mehr du hier oben rote Felder hast, umso länger dauern am Anfang diese Zyklen. Ja, das ist dann. Macht dann zum Beispiel vorhin hat er dann mehr als einen Durchgang gemacht. Ja, dann waren, weiß ich nicht, vielleicht zwei. Habe ich noch nie wirklich drauf geachtet. Wie viele Durchgänge es sind. Aber der hier ist jetzt gleich voll einmal. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ist der dann weg oder durchläuft er nochmal so einen Zyklus. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, und wenn du jetzt nur ein rotes Feld da oben hast, dann geht das natürlich recht schnell. Ja, das ist dann dieser Verbrecherstatus, den du dann hast, diesen Crime Stat, wenn du zum Beispiel falsch parkst. Okay, der ist tatsächlich nur einmal durchgelaufen und ist durch. So, und jetzt
haben wir nur noch ein rotes Feld da oben. Ja, ich bin hier immer. Okay, da laufen NPCs rum. Das sind die Jungs mit den gelben Rüstungen. Okay, jetzt wird's interessant. Ein Hit, ja, kann man so sagen. Das waren drei oder vier. Oh Mann. What the hell? Ja, what the hell? Ja, wie du siehst, wenn die dich hören, sind die meiner Meinung nach auch sehr dumm. Erstmal, ja, die KI, die muss verbessert werden. Definitiv. Das ist, wenn du es so machst, zu simpel. Jetzt weiß ich nicht, wie viel haben wir denn hier? Oh Mann. 1, 2, 3, 4. Hier unten vielleicht 5. Ja. So, jetzt könnten wir hier die ganze Zeit campen und abwarten, ob noch jemand kommt. So, unser Crime Set ist weg. Was ich interessant finde, ist, obwohl wir die hier jetzt töten und die Mission nicht angenommen haben, bekommen wir kein Crime Stat. Das ist interessant. Wie viele liegen denn jetzt hier? Eins, zwei. 3, 4. Hier liegen 4. Fünf, sechs, sieben. Okay, wir haben alle. Wir könnten theoretisch hier warten, bis die Mission wieder verfügbar ist. Und dann nicht so wie jetzt die Typen einfach wegrotzen, sondern den Auftrag annehmen und direkt nochmal, die Kohle kassieren. Die Kustodien, die lädt praktisch nach wie eine P90. Da ist das Magazin auch hier oben drauf. Jetzt müsste man mal wissen, in welchen Zeitabständen die hier auftauchen. Ich muss mal eben gucken, wie sollte es anders sein? Wie lange läuft meine Aufnahme? Okay, es ist eine halbe Stunde. Wisst ihr was? Ich beende das hier. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da. Wenn nicht, ein Dislike, dann aber auch einen Kommentar da lassen und mich wissen lassen, was, warum, wieso, weshalb dir das Video nicht gefallen hat. Ansonsten bringt mir der Daumen nach unten nichts. Über Abos freue ich mich riesig, über Nachrichten, Kommentare freue ich mich riesig. Ihr dürft mich auch ganz, ganz gerne
auf meinem Discord-Channel besuchen. Wenn ich nicht gerade beschäftigt bin oder so, dann werde ich mit Sicherheit auch antworten. Dafür habe ich mein Discord extra angelegt. Teilt das Video, liked es, disliked es, wie auch immer. Haut rein, bis dann. Ciao, Freunde.